Herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema der PSV-Beitrag bzw. Beitrag zum Pensionssicherungsverein. Der Pensionssicherungsverein und letztendlich auch der PSV-Beitrag sind ja zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen ist der Pensionssicherungsverein wichtig für den absoluten Insolvenzschutz der Mitarbeiterkraftgesetzes, was ein wesentliches Akzeptanzthema ist und ein ganz gewaltiger Vorteil für den Mitarbeiter angesichts des Kollektivs, das dahinter steckt. Und zum anderen ist der PSV-Beitrag natürlich gern, gerade von Vertretern der Versicherungswirtschaft, benutzt, um irgendeinen Nachteil der pauschalodierten Unterstützungskasse zu kreieren, weil er das Kosten verursacht und diese eigentlich gar nicht sein müssten. Ja, was ist zum Pensionssicherungsverein zu sagen? Wir haben grundsätzlich eine Pflichtmitgliedschaft. Das heißt, wir haben einen gesetzlichen Versicherungsschutz Kraft Gesetzes. Es hängt nicht davon ab, melde ich mich beim PSV an, melde ich richtige Werte, melde ich richtige Versorgungsleistung an. Der Schutz ist Kraft Gesetzes. Bei der Entgeltumwandlung sofort. Arbeitgeberfinanzierte sind nach 5 Jahren bei Eintritt der gesetzlichen Unverfallbarkeit abgesichert. Das sieht man auch ganz gut in den Hochrechnungen, weil meistens im 6. Jahr Erhöhung eintritt. Da werden dann auch die arbeitgeberfinanzierten Leistungen PSV-pflichtig. Das Umlageverfahren, das wir im PSV haben, das gilt natürlich nicht nur für die pauschaldotierte, sondern auch für die rückgedeckte Unterstützungskasse. Und wenn wir mal so Werte anschauen, die erhoben werden, da sind es 2014 0,13, 2015 0,24% und 2016 0%. Die 0% ist das, was jetzt in 2017 für 2016 rückwirkend bis September erhoben wird. Der langjährige Durchschnitt, der liegt vielleicht eher bei 0,23. Die Tendenz ist aus meiner Sicht stark rückläufig und in Hochrechnungen verwenden wir 0,25%, um hier diese Kostengröße möglichst auch mit einem Sicherheitspolster möglichst großzügig enthalten zu haben. Die absoluten Beträge, was das bei den jeweiligen Zusagen ergibt, die sind aus den Hochrechnungen zu entnehmen. Absolut sieht man das sehr gut. Aber für mich ist das absolute, die absolute Größe, über die kann man immer streiten, ist das viel, ist das wenig. Das wird immer relativ sein und das Relative ist auch das Entscheidende, weil entscheidend ist der Einfluss auf den Zins, der letztendlich erreicht werden muss. Aber darauf hat er eigentlich nur einen untergeordneten Einfluss. Wir berechnen ja immer so, dass wir sagen, der Arbeitgeber ist nicht bereit, irgendeinen Aufwand zu tätigen, er ist nicht bereit, Einrichtungsgebühren zu zahlen, nicht bereit, Verwaltungskosten zu zahlen, nicht bereit, PSV-Beiträge zu zahlen, er ist auch nicht bereit, einen Arbeitgeberzuschuss zu geben, obwohl er das im Prinzip verspricht, sondern wir rechnen so, dass alles aus der Restliquidität des Mitarbeiters, also aus der Entgeltumwandlung, entnommen wird. Wir nehmen die Entgeltumwandlung, ziehen alle Kosten ab, Einrichtungsgebühr, Verwaltungskosten, PSV-Beiträge und sagen, wie muss ich der Rest verzinsen, dass zum Schluss auch nicht nur die Entgeltumwandlung plus Zinsen, sondern auch der Arbeitgeberzuschuss zur Verfügung steht. Es steht ein relativ großes Kollektiv dahinter. Wir haben rund 100.000 Unternehmen mit rund 14 Millionen Mitarbeiter. Und wie gesagt, die Tendenz des Beitrags ist sinkend, weil immer mehr Vermögen gebildet wird. Gerade bei Direktzusagen immer mehr saldieren wollen, verpfänden wollen und deshalb auch Vermögen aufbauen. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.